Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Yu-Gi-Oh!-Fans da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, und zwar zu einem Tempai Deck Profile. Mitsamt Erklärungen, wie die einzelnen Karten funktionieren, Amazing One-Card-Combo-Tech im Main Deck, sowie eine gewisse Side-Deck-Karte, beziehungsweise man kann sie auch im Main Deck spielen, die ein Auto-Win-Button gegen viele Decks ist. Problematisch an dieser Karte ist, wir wissen noch nicht, wie sich das Format shiften wird. Ich gehe gleich auf die Karte ein, erkläre euch, wie die ganzen Sachen funktionieren, erkläre ich euch auch, wie gewisse Karten im Main Deck funktionieren, dass ihr One-Card-Combo spielen könnt, zu Side-Deck-Choices, die ihr aktuell nicht picken könnt, bezüglich der Meta, und wir wissen natürlich noch nicht, wie die Decks gespielt werden, bezüglich Jubel, etc., wie heftig die Decks vertreten sein werden. Deswegen können wir unser Side-Deck noch nicht so gut anpassen, beziehungsweise wissen noch nicht, ob die Tech wirklich gut ist. Ich stelle sie euch aber vor. Macht aber bitte keine Card-Market-Käufe, wenn ihr seht, was diese Karte als Einzelkarte drauf habt, nur damit ihr die Karten einfach leer kauft. Gönnt den anderen Spielern bitte diese Karte auch. Danke dafür schon mal im Voraus. So, als allererstes kommen wir zum Main Deck. Und zwar geht das ganz flott los. Wir haben einmal unseren White Dragon, der sich jetzt im Englischen Paidara schimpft, also ich weiß nicht, warum sie die Namen noch angepasst haben, ist aber auf jeden Fall sehr nice. Das ist unser Spell Trap Searcher, das heißt, damit suchen wir uns aktuell einen von zwei Spells, und der ist halt One-Card-Combo. Dann unser Roter, der specialt einen aus dem Deck auf Angriff-Declaration, also wenn eine Angriff-Declaration stattgefunden hat. Wichtig, alle Tempais hier können Synchro-Beschwörung machen, das sollten mittlerweile die meisten wissen, die online auch aktiv spielen. Das heißt, die sind nicht once by chain. Das heißt, sobald ein Paidara seine Synchro-Summon-Effekt angesagt hat und wiederkommt, dann können wir das nochmal machen. Und so könnt ihr eventuell die ein oder andere doppelte Impermanence rausbaiten. Ihr müsst es natürlich dann richtig runterspielen. Paidara hat auch den Zusatzeffekt, dass wir keinen Kampfschaden bekommen, wenn Feuerdrache kämpft. Und unser Grüner hier, der Fahdara jetzt im Englischen heißt, der ist eine Special Summon vom Grave, und sein Zusatz Floodgate-Effekt ist, dass wir unsere Fire Dragons nicht durch Kampf zerstört werden können, was aufkommt. Da kommen wir auch zu einer, ich sage mal, Wall-Strategie, die das Deck Going First aufstellen kann. Und er kann hier auch wieder eine Synchro-Beschwörung machen. Das heißt, wir können in der Battle Phase hier sehr, sehr viele Quick-Synchros machen. Dann kommen wir zu der One-Card-Combo, und zwar Fenrir. Fenrir ist in diesem Deck One-Card-Combo. Da kommen wir nachher, wie gesagt, im Extra-Deck zu, wie das Ganze denn aufgebaut ist. Wir können mit Fenrir halt die One-Card-Combo starten, dass wir die Tempais durchcyclen können und trotzdem Board stellen können, beziehungsweise OTK stellen können, das sowieso immer. Und Fenrir ermöglicht uns das Ganze, und das ist halt einfach nur richtig klasse, weil Fenrir eben halt nicht unbedingt den Lock aufstellen muss, weil wir in unserer Standard-Combo nicht mit der Normal-Summon eines Tempais starten müssen, sondern halt den Rysard, den wir hier auch spielen, als Normal-Summon nutzen können, um eben halt durch das Extra-Deck in die Tempai-Engine reinzukommen und den Gegner so zu OTK'en oder Board zu stellen. Deswegen Fenrir auf jeden Fall eine Pflichtkarte. Jeder, der jetzt die ganze Zeit überlegt hat, wir spielen kein Fenrir, wir spielen Super Poli oder sowas, Fenrir ein Muss, ist eine Druckkarte, gerade wenn wir sowas kassieren wie D-Berry oder so, und Floodgates zu outen. Fenrir ist eine Muss-Karte, und den Rysard Brick müsst ihr an der Stelle spielen. Und natürlich spielen wir dazu gleich auch noch, wenn wir bei der Line sind, die Field Spell, weil wir halt durch Agent Fairy Dragon Access auf jede Field Spell haben. Das heißt, wir können den Kush Field Spell suchen, der den Rysard dann durch Fairy Dragon von der Hand specialt, wo wir dann Fenrir banishen können, dann in Exceed Place gehen können und so in unserer Line drinne sind von den Tempais. Wilde Geschichte, wenn ihr euch mehr mit dem Deck auseinandersetzt, seht ihr unterschiedliche Lines, und dann seht ihr nachher auch, dass das Extra-Deck tatsächlich ziemlich tight hier ist, um diese ganzen Sachen unterbringen zu können. Aber das ist aktuell die beste Variante, dass ihr den Fenrir hier spielt, weil wenn ihr dann noch Pot of Prosperity spielt, dann habt ihr immer OTK-Combo auf der Hand und könnt immer Board stellen. Das Consistency-Level ist hier, glaube ich, bei 96% oder sowas, dass ihr die One-Card-Combo abusen könnt. Das heißt, Fenrir, Sengen, den weißen Drachen, Field Spell, Terraforming, etc. Dann zu den Handdrop-Line-Up. Magnamut und Druidswarm. Magnamut ist natürlich klar, er sucht uns unsere OTK-Line. Magnamut und Druidswarm, also die bis jetzt allgemein, sind gute Handtraps, gerade weil wir noch nicht wissen, wie sich das Format bezüglich Jubel und sowas da anpasst. Super gute, nice Choice. Eigentlich will ich den Druidswarm gar nicht spielen, er kommt aber zu gut auf. Und Stufe 6 ist hier nicht so bedeutend, wie man das erwartet. Kann aber gut aufkommen, wegen halt unserer Bossmonster Stufe 10. Und Magnamut ist eben halt, er kann uns halt jeden Drachen suchen. Und dann, wir spielen Drachendeck, also obvious, dass wir Magnamut spielen. Dann Ash Blossom, die nächste Handtrap. Ash trifft jedes Deck und kann Turns sehr doll interrupten, beziehungsweise auch aufhalten bei diversen Decks.
Labyrinth hat jetzt sein Top erzielt auf der letzten YCS, deswegen würde ich Ashe considern, auf 3 zu maxen, unabhängig davon, ob das gegen andere Decks nur so semi-okay ist. Ich würde Ashe auf jeden Fall als wichtigste Handtrap wieder ansehen, gerade weil wir noch nicht wissen, wie die Decks gespielt werden, und ein Tempai kann eine Ashe auch sehr, sehr stören, wenn ihr wisst, wie ihr das macht und wenn ihr guckt, wenn der Gegner mit der an der Karte startet, könnte ich die Ashe werfen und es ist Game. Also, dass er dann mich nicht OTKen kann. Wenn die Ashe aber, wenn die und die Karte kommt, dann ist die Ashe komplett irrelevant. Aber wie gesagt, Ashe auf jeden Fall eine gute Choice. Dann, was viele wahrscheinlich wundern wird, nur 2 Nibirus. Begründung dahinter ist, die Karte ist halt once per turn und die Karte hittet nicht jedes Deck. Wir wissen nicht, wie aktiv Voiceless Voice gespielt wird, deswegen Nibiru hier nur auf 2. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen schneller mit den Handtraps, damit wir halt zu der Line kommen können, wie ihr mit Fenrir One-Card-Kombo drückt und so weiter und so fort. Wollen wir alles kompakt verpacken. Dann 3-mal Veiler. Warum? Erstens, nicht once per turn. Super gut. Zweitens, das beste Deck ist immer noch Snake Eyes und Veiler, also Veiler Impermanence oder eine andere Negation ist halt immer noch gut gegen Snake Eyes, weil wenn ein Veiler kommt oder sowas, dann haben wir gleich 2 Effekte raus und nicht nur durch Ashe eine und kann eben halt ein Turn-Stop sein. Ashe bzw. Veiler, super gute Choice, würde ich auf jeden Fall spielen, trifft auch jedes Deck. Dann eine Mondeskälte, warum ein One-Off? Nein, wir spielen nicht Crossroad in dem Deck, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich wollte einfach bis zu 8 Negation Entraps haben, das heißt, ich war eigentlich auf den Trichter, dass ich 3 Veiler spielen möchte, 3 Imperm und 2 Mondeskälte. Aber der Platz hat nicht gereicht, wegen einer anderen Tech, die wir noch spielen und so weiter und so fort. Und deswegen wollten wir 40 Karten bleiben. Deswegen ist Cold by the Grave hier auch nicht drin. Fand ich ein bisschen irrelevant für das Deck hier. Und Mondeskälte ist eben halt die 40. Karte dann gewesen. Also die quasi, ich hatte 39 gute Karten und dann kamen wir noch dazu. Dann Port of Prosperity, die müsst ihr hier spielen. Ihr könnt OTK auch unter Port of Prosperity drücken, einfach für Consistency. Und wenn ihr da den Port of Prosperity mit reinzählt, weil Fenrir One Card Combo ist, der weiße Dragon, Quickspell, Terraforming, Sengen, also Defeat Spell, dann habt ihr eigentlich immer Combo. Und das ist halt das Relevante daran. Ihr wollt halt maximal Consistency haben. Ihr habt tatsächlich mehr Starter als Snake Eyes. Dann einmal Sengen Summoning. Das ist halt unsere Field Spell. Das ist die beste Karte des Decks, weil sie eben halt unsere ganzen Feuerdrachen protectet. Das heißt, der Gegner darf gar nicht mit uns mitspielen. Super gut, in die Karte wollt ihr immer reinkommen. Spielt ihr auf 3, perfekt. Wer würde es nicht tun? Aber spielt auf gar keinen Fall eine Setzrotation. Das müllt das Deck ein bisschen voll und kann euch nachher eventuell auch ein bisschen verkrüppeln. Gerade wenn ihr überlegt, Tempai Going First zu gehen. Mit Tempai Going First zu gehen, ist das auf jeden Fall nicht die richtige Choice. Und Setzrotation ist es nicht. Probiert das nicht aus. Eine Terraforming, eine weitere Kopie von der besten Karte. Dann Sengen Cayman, obvious. Ein weiterer Searcher. Wenn ihr Going First geschickt wird, aktiviert ihr die halt in der Draw Phase, sucht euch die beste Karte und habt dann mit Field Spell Access. Wenn ihr mit Field Spell Access auf den Weißen bekommt, holt ihr euch halt die Quick Spell. Und wenn ihr beides schon habt, dann addet ihr euch nochmal Cayman als Backup für die Runde des Gegners. Das heißt, ihr müsst einen Cosmic Cyclone oder irgendein Spell Trap Removal haben, damit ihr überhaupt in die Battle Phase gehen darf, weil die in der Battle Phase zünden ist. Outruin Button. Ob das eure Battle Phase ist oder Battle Phase des Gegners, der Gegner ist gezwungen, durch euer Zehner sich selber zu decayen. Dann Droplet. Droplet ist hier der einzige Boardbrecher in dem Deck drinne im Main. Begründung dahinter ist, ihr müsst Droplet spielen. Ihr wisst noch nicht, oder wir wissen noch nicht, wie krass Jubel gespielt wird. Droplet ist die beste Going Second Karte, die es im Moment gibt, weil wir halt unsere Game-Mechanik, nämlich den Gegner OTK, trotzdem durchdrücken können. Und weil wir eine beliebige Kombination mit Sengen Cayman und sowas machen können. Ihr aktiviert Sengen Cayman und sendet dann Sengen Cayman für Droplet nochmal weg. Und dann könnt ihr nochmal ein Board oder eine Karte raus negaten. Das kommt häufig gegen Jubel aus. Das ist ein schlechtes bis schlimmes Matchup. Und ihr braucht den Droplet, um gegebenenfalls ein Sauvaris zu negieren, falls Voiceless Voice in der Meta zu vertreten ist. Also die Karte solltet ihr auf jeden Fall spielen. Dann einmal Planet. Den müsst ihr spielen. Begründung dahinter ist, es gibt eine Agent Fairy Dragon Line, da sucht ihr euch den Field Spell, addet den Rysard, Fairy Dragon Special Rysard, das heißt, ihr seid nicht auf Exceed gelockt, dann banisht ihr mit Rysard eine Fenrir-Kopie, sind beide Stufe 7, ihr overlaid und dann seid ihr in Combo drin und deswegen die Karte auf jeden Fall muss. One-Off auch völlig ausreichend. Dann Triple Impermanence, obvious, Negation Hand Trap, nicht once per turn, ist eine Trap, spiele nicht in Tactics oder Taskings rein, perfekt. Gerade wenn die Decks alle Crossouts spielen und sowas, die Snake-Eyes-Varianten, ist das auf jeden Fall die richtige Wahl, weil wahrscheinlich wieder die YCS-Winner-Liste copy-pasten wird. So, das war's zum Main-Deck. Wir machen weiter, weil wir da schnell in die Line reinkommen wollen, dass ich die ganzen Sachen erklären kann.
Extra Deck, ziemlich tight. Obvious, wir spielen einmal Sengen Dragon, dann ein Trident Dragon. By the way, einer ist noch zur Verlosung. Meine Ulti ist immer noch nicht angekommen. Das heißt, die Verlosung wird wahrscheinlich, ich werde das Deck spielen am Samstag. Ich vermute mal, eigentlich wäre sie Donnerstag, also morgen, beziehungsweise heute, je nachdem wann ich es uploade, rausgegangen. Aber das Problem an der Karte hier ist halt, ich brauche sie fürs Turnier am Samstag und dann kann ich sie erst verlosen und dann wird sie auch verschickt. Dann Sengenpai, Biden Dragon, müsst ihr jetzt Tour aufspielen. Manchmal, also wenn ihr Going First geschickt werdet, nutzt ihr den manchmal, um Combo-Line mit Zeuglern zu machen. Und den zweiten braucht ihr dann halt für den OTK auf zwei völlig ausreichend. Wenn ihr den dritten baut, habt ihr irgendwas falsch gemacht bei dem Deck. Also dann habt ihr zu lange gespielt, das Deckthema will den Sack schnell zumachen. Dann ein Agent Fairy Dragon, obvious, nutzt ihr den eben halt, um eure eigene Fieldspit zu zerstören, um euch dann die Cash Fieldspit zu suchen und Combo zu machen. Das kommt häufig auf, wenn ihr Going First dazu gezwungen seid, in die Biro reinzuspielen, weil Heretic Exil gegen gewisse Decks nicht ausreicht, deswegen der auf jeden Fall muss. Dann ein Moonlight Drache, der kommt auf mit der Zeuglin Line. Einmal nutzt ihr den Zeuglin, um Crystal Ring zu bauen und die andere dann eben halt für Mondlicht Drache. Ist auf jeden Fall sehr gut. Solltet ihr auf jeden Fall spielen. Wichtig ist, dass ihr das auf dem Zettel habt. Das ist ein Falls-Effekt und der andere Rose Dragon hier ist ein Wenn-Effekt. Das ist relevant, weil das ganze Board Poppen ist natürlich super, aber der triggert auf gewisse Sachen einfach nicht, weil die nicht als Synchro-Beschwörung zählt. Und der sagt hier eben halt, falls er als Spezialbeschwörung beschworen wird. Deswegen ist das deutlich besser. Er ist zwar kein Feuerdrache, aber trotzdem perfekt, perfekt. Solltet ihr auf jeden Fall spielen. Kommt auf. Mehr als dieser Klingendrache. Dann Ultima Zeuglin, das ist die Line mit Crystal Ring. Weil er hier ein Tuner ist, könnt ihr halt mit ihm und Agent Fairy Dragon oder mit ihm und Fenrir oder mit ihm und Rysard in Zeuglin gehen. Dann zettet ihr irgendeine Spell Trap oder macht das sogar durch den Weißen, weil der Weiße eben halt auch setzen kann. Dann triggert Zeuglin, ihr holt Crystal Ring raus und dann verballert ihr zwei Feuerdrachen oder zwei Drachen in Heretic Exil, dann ist euer Board Zeuglin, Heretic Exil und Crystal Ring. Und wenn ihr Heretic Exil aktiviert zum Bouncen, specialt ihr den Grünen raus, der Grüne Reborn den Weißen, der Weiße setzt die Quickspell, Zeuglin triggert, ihr holt Moonlight Drache raus, habt noch einen Bounce und könnt den Synchro-Beschwung theoretisch in der Runde des Gegners machen, wenn ihr denn das Material dafür habt. Problem an der Sache ist, die beiden sind halt Non-Tuner, genauso wie der andere Dreier. Da gibt es andere Lines noch, aber dann würde ich das extra Deck halt vollmüllen. Das ist so das Beste, was ihr spielen könnt, um das Deck nicht komplett voll zu müllen. Dann, um eine weitere One-Card-Kombo zu spielen, nämlich Fenrir, müsst ihr ein Dracosack spielen und ein Cherubini. Ihr habt zwei Siebener draußen, Dracosack holt zwei Token raus, mit den Tokens geht ihr in Cherubini, mit Cherubini sendet ihr dann einen den Drachen, den ihr noch nicht im Zyklus habt, das heißt entweder mit dem weißen Dragon, wenn ihr nicht für die Combo gebraucht habt, sondern mit Kash gestartet habt, oder eben halt den Grünen, wenn ihr mit dem Grünen dann die Reborn nutzt durch hier durch die Princess, dann triggert der Grüne, holt nochmal einen Drachen raus, habt wieder eine Synchro, könnt die wegholzen in den guten Burschen hier und habt dann gleich sofort OTK-Line plus Interruption draußen, das ist euer Going First Plan. Das Fenrir hier halt One-Cut-Kombo ist, also perfekte Line, auf jeden Fall solltet ihr auf jeden Fall spielen. Dann Zelantis, damit wir OTK drücken können unter die Barrier, ist eine Pflichtkarte und Heretic Exil, um Interrupt-Play zu machen. Ganz viele Leute denken so, ach, ich bin immer ganz lustig, ich lasse dich mal Going First gehen, weil dein Deckthema nicht Going First gehen kann. Dann baut ihr Crystal Ring mit Heretic Exil Zeuglin dahin. Dann hat der Gegner einen Bounce, noch einen Bounce gegen sich, ein Monster Negate. Und ihr könnt halt noch eine Synchro-Beschwörung machen und habt noch Setup und muss noch gegen Handtrap spielen. Also Going First gegen Tempel zu spielen ist auch nicht so lustig. Gerade wenn der Gegner keine Boardbrecher spielt. Also bei uns ist keine tote Karte Main Deck drin. Das war der Gedankengang dahinter, wenn wir Going First gehen. Weil, wenn wir Mirror Match oder sowas haben, weil Droplet, ETC und sowas funktionieren halt auch super. Das Problem ist, was wir hier haben, ist kein Back Removal, weil wir uns für eine gewisse Choice nicht im Main Deck entschieden haben, die auch nicht im Side Deck gelandet ist. Aber erstmal geht es zum Side Deck, dann erkläre ich das. Das Side Deck ist simpel gestrickt, weil es versucht, die Decks, die jetzt Meta werden könnten, abzudecken. Ihr solltet zwei bis dreimal Phantasmai spielen, weil Snake ist halt da. Phantasmai könnte man auch im Main Deck spielen. Problem dabei ist, Feuer hat mittlerweile so viele Hater, dass viele Voices Voice ETC spielen und da ist die Karte tot, deswegen nur jetzt auf 2. Suchbar mit Magnamut ETC. Dann einmal den Weihnachtsunterbettler, den solltet ihr auf jeden Fall spielen, weil Pearly was von der Liste bekommen hat. Es gibt super viele gute Pearly-Spieler und da solltet ihr die Line auf jeden Fall zocken. Und habt eben halt die Möglichkeit, damit eben halt den Pearly Boy wegzutributieren
Und wichtig, der hat 1-2, also besser als die anderen Kaijus, damit ihr mit jedem Tempai da reingehen könnt, habt ihr noch quasi eine Angriff-Declaration alive, beziehungsweise könnt auf Angriff-Declaration den roten erstmal triggern, dann Battle-Replay, nochmal roter, zweite Angriff-Declaration, dann wird der zerstört und dann könnt ihr die dritte Angriff-Declaration machen, habt gleich die Synchro-Monster-Effekte alive, die ich gar nicht erwähnt habe, die sich halt specialen können und dann auch entweder Spell-Trap schießen können, Non-Targeting oder eben halt allgemeine Karte. Dann Joel und Lockbird, die Begründung dahinter ist, wenn ihr gegen eine Chaos-Variante von Thunder Dragon spielt, werdet ihr verlieren, weil die einen Handrip 4 machen. Das Deck habe ich ja schon vorgestellt. Und dagegen müsst ihr euch wehren und Chaos ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Verkrüppelt das Deck immens, wenn ihr es einfach gefühlt shutdownt und dann mal gucken, was der Gegner noch so hinlegt. Eigentlich kommt ihr da durch. Und ihr müsst halt aufpassen, weil wenn die ganzen Leute hier diese Koloss-Line und sowas spielen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht gegen Koloss spielen, weil das wird echt schwierig und das kaut auf jeden Fall die richtige Wahl. Dann Hitzewelle ist eine ehrenlose Karte, ist aber ein Muss in dem Deck. Ihr sidet die, wenn ihr die auf der Hand habt. Denkt gar nicht nach. Ihr könnt trotzdem, dass ihr Board aufbauen könnt oder so, sagt, draws dann bei Main, Hitzewelle, zack, und gebt dann den Gegner ab. Mit euren Handtraps settet vielleicht noch den roten, wenn ihr den auf der Hand habt, sonst baltet ihr alles in der Hand. Weil wenn ihr angegriffen werdet und sowas, habt ihr es ja trotzdem live. Und ihr könnt ja gar nicht angegriffen werden, weil der Gegner wahrscheinlich kein Vanilla-Deck spielt. Und dann ist der Gegner wortwörtlich ein bisschen am Arsch, weil er nicht die Möglichkeit hat, gegen diese Karte zu spielen, weil das halt ein Flat geht, was schon euren Turn resolved ist. Die ist nicht handtrappbar, ist ein Auto-Win-Button, müsst ihr spielen. Dann dreimal Cosmic Cycling, hat diverse Gründe, den zu spielen. Einmal, weil Leute immer noch lustig sind und jedes Floodgate, was so noch auf 1 ist, dagegen spielen, also gegen uns spielen. Dann gibt es so noch so mal super lustigen Lines, dass du eine Trap spielen kannst, wo der Gegner den nicht angreifen darf und hast du nicht gesehen. Und Cosmic Cycling einfach muss, auch gegen Fire King, gegen die Snackers-Variante einfach super gut. Dann Blitzsturm. Ich hatte den ursprünglich im Main-Deck gespielt, wollte aber das Handtrap-Line-Up erhöhen, weil ich Einfluss aufs Spiel haben wollte. Nicht, dass ich gegen irgendwie so eine Handtrap-Variante oder sowas spiele, dass sie mir Handkarten klauen und der Blitzsturm seinen Job nicht macht, weil er dann eben halt vorher geht. Aber Blitzsturm und Droplet halt super und gegen Labby, weil Labby halt getoppt hat, ist das die richtige Choice. Das war es soweit zum Deck. Ich möchte kurz nochmal auf ein paar Sachen eingehen, und zwar auf diese Amazing Tech. Und zwar ist das Wirbelwind der Dracheneinheiten. Da stelle ich euch jetzt mal vor, wie die Karte funktioniert. Das Problem ist, wir wissen noch nicht, wie sich das Format entwickelt. Deswegen haben wir nicht die Möglichkeit, diese Karte aktiv zu spielen, weil wir erst gucken müssen, wie sich das Format entwickelt. Und dann komme ich noch zu Karten, die es nicht ins Deck geschafft haben. Das Ding ist, ihr könnt die Karte Going Second einfach reinsiden und dann sagt ihr in der Draw Phase, Wirbelwind dürft direkt zwei Monster aus dem Deck specialen. Eure Wahl wären Legatus und Remus, also ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger, das heißt ein geflügeltes Ungeheuer und ein Drache. Oder Legatus und Kisame. Begründung dahinter ist, heißt der überhaupt Kisame? Kyusame? Ich würde die mal Kisame nennen. Begründung dahinter ist, dass diese beiden Choices da sind, weil ihr direkt mit der Line könnt ihr direkt in Synchro 7er gehen, was das Deck obvious will, oder Synchro 6er, falls ihr keinen Tempai Dragon in der Hand habt, das heißt, ihr habt die Wahl zwischen den hier und dann könnt ihr einfach suchen und discarden, weil die Karte sagt aus, sie ist Special 2 und ihr dürft direkt eine Synchro-Beschwörung machen, falls der Gegner was vom Extra-Deck hat. Das ist aber nicht der Standardprozedur, die ihr geht, sondern ihr geht eigentlich immer in den guten Burschen rein, weil 4 und 3 macht 7. Dann triggert er und equippt sich direkt mit ihnen. Dann sieht das Board so aus, nur durch den Wirbelwind. Und jetzt habt ihr folgende Möglichkeiten. Er ist eine Double-DD-Krähe, wenn ihr Kusame quasi auf dem Friedhof liegt. Das heißt, ihr habt eine Interruption gleich, dass ihr zwei Karten rausnehmen könnt. So könnt ihr die Princess rausnehmen. Das heißt, ihr spielt gegen Snack Eyes, ihr holt den raus, ballert den gleich direkt drauf. Und wenn er auf die Summon die Princess ansagen möchte oder sowas, könnt ihr die Princess gleich direkt wegballern. Habt ihr gleich schon was rausgenommen. Habt gleich Ressourcen rausgenommen, das heißt, dass der Gegner eventuell seinen Flambeage-Dragon nicht resolven kann, super gut. Oder ihr lasst das so, das kommt immer darauf an, gegen welches Deck ihr spielt, dann geht ihr Main, Kusame-Effekt specialt sich hoch und dann könnt ihr mit den beiden hier direkt in den Synchro-10er gehen. Und der ist halt einfach bonkers, weil der folgendes aussagt, er ist ein Monster in die Gate, indem er ein Dragoonity-Monster banisht, ihr habt hier gerade 3. Ja, das ist jetzt nicht, das ist once per turn, aber darum geht es gar nicht. Es geht auch um den sekundären Effekt, das heißt, wenn er geht, also der ist ein Monster-Banish-Effekt erstmal. Und wenn er geht, also er negiert das Monster und banisht die Karte, und wenn er geht, zerstört er alle Spelltraps. Das ist die beste Engine, die ihr zocken könnt als Going Second-Variante in diesem Deck. Problematisch an der Engine ist, dass die Karte nicht immer gut kommt. Also gegen diverse Decks, zum Beispiel gegen Jubel und sowas, ist sie nicht so gut, wie man das denkt.
weil die Sachen da schon da liegen. Das heißt, die ist höchstens ein Negate-Baiter, weil die ja auf das Exceed-10er hier enden. Und da ist die Line halt nicht so gut. Das Ding ist, sie ist halt auch Going First gut, weil ihr auch in, ihr könnt halt in der klassischen Tempai-Variante, könnt ihr erst Romulus bauen, sucht euch die Quickspell und dann geht ihr mit Romulus und einem Drachen-Extender in Heretic Exil, dann sieht euer Board so aus. So, und sobald ihr Heretic Exil aktiviert, also der Gegner hat angenommen, er hat zwei Monster draußen, will dann seine Combo starten, ihr wartet mit Seal, dann aktiviert ihr Seal, bounce das eine Monster, die eine Karte, die ihr loswerden wollt, und dann könnt ihr die Karte darauf anstellen, weil die Restriction gegeben ist. Und wenn der Gegner dann sowas kontrolliert wie ein Anima gegen Snake Eyes, dürft ihr die beiden direkt rausholen, zack, dann in der neuen, also dürft ihr ihn direkt rausholen und eure Synchro-Beschwörung machen in ihn hier, und dann habt ihr zwei Trigger, er equipt sich mit ihnen und Heretic Exil triggert in der neuen Chain und Special einen Drachen raus. Dann habt ihr einen doppelten Banish und mit ihm hier könnt ihr halt den Vierer Feuerdrachen rausbasheln und dann eben halt die Battleface Plays machen. Oder eben halt einen Magnemut rausbasheln und habt dann hier quasi eine Wall stehen. Das ist eben halt das Gute. Schade, dass keiner von den Drachen gerade Tuner ist von den Tempies, sonst könnte man direkt in Synchro 10er noch reingehen und den hier rausholen und noch einen Banish-Effekt. Aber das ist so die beste Line, die ihr spielen könnt. Die wollte ich auf jeden Fall mal vorstellen. Das werde ich auch im Kapitel markieren, damit ihr das verstanden habt, wie diese ganze Line funktioniert. Die möchte ich auch nicht weiter erklären, ich denke, das ist übersichtlich. Dann zu Karten, wo wir nicht wissen, ob man die spielen kann. Ghost Ogre kommt immer darauf an, wie heftig Voices, Voice und Tempai vertreten sind. Da sind die Karten super strong gegen. Gegen die anderen Decks sind sie nur okay. Dann die hier als zusätzliche Handtrap, ich bin fein mit der. Die ist auch eine Hand, also eine theoretisch eine Möglichkeit, um in Timeout zu spielen. Das heißt, wenn der Gegner irgendwie seine Timeout-Strategie verfolgt mit Agavendrache, habt ihr die Möglichkeit, das mit der Karte zu countern. Dann würde ich den ganz gerne auf 3 spielen und den ganz gerne auf 3, habe aber den Platz nicht. Und die D-Barrier-Line ist halt gegen die ganzen Fusion-Decks, Chimera und sowas, die wird man öfter sehen. Hat es aber noch nicht da reingeschafft, weil ich denke mal, dass die Decks jetzt erstmal nicht gespielt werden, sondern dass es erst später aufkommt. Cold by the Grave war es mir den Platz tatsächlich nicht wert, obwohl die Karte gut ist. Die Karte habe ich getestet, ich bin fein mit der, aber auch nicht so. Es ist halt so, ich würde die halt nur spielen, wenn die Setzrotation spielen, und ich finde Setzrotation halt schlecht. So, und der hier, der kommt nie auf. Also, den habe ich 2 oder 3 Mal gebaut und dann kam er gut, aber das kommt einfach zu wenig auf bei 40 Matches oder so. Das ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob bei euch der Rosendrache öfter aufkommt. Ich will euch noch die Fenrir-Line zeigen. Also, ich denke, ich muss nicht die ganzen klassischen Tempai-Lines erklären. Wenn ihr die ganzen Tempai-Lines sehen wollt mit Zeugling oder sowas, dann kann ich da gerne nochmal ein separates Video zu machen. Aber was ich euch zeigen möchte, ist, ihr habt halt einen Fenrir. So, ihr specialt einen Fenrir, aktiviert Fenrir-Effekt, sucht euch den Riseheart. Wichtig, ihr braucht hier nicht die Normal Summon. So, habt den Riseheart. So, dann könnt ihr den Riseheart normeln. Aktiviert Riseheart-Effekt, banisht den Fenrir aus dem Deck. Dann ist Riseheart 7, dann overlaid ihr in den Draco-Sack. Aktiviert Draco-Sack-Effekt, holt Token und Token. Dann sind die beiden sind Stufe 3, das heißt, ihr könnt den Token wieder wegballern und könnt direkt in Cherubini gehen. So, also ihr habt obvious ein Material abgehauen. Dann Cherubini sendet euren irgendeinen Drachen eurer Wahl. Kommt drauf an, ob ihr mit. Ihr könnt ja auch mit der 7er Draco-Sack-Line mit den Drachen reinspielen. Ne, der ist gebanished, die beiden sind hier quasi da. Und dann könnt ihr eben halt mit den beiden hier in Princess gehen und dann mit Princess halt Rebornen. Holt euch euren bei Dora wieder. Könnt ihr bei Dora dann suchen. Also. Feedspell und seid dann eben halt eine Line drin und könnt die dann bei noch in den Vierer machen, sodass die halt alive ist, dass ihr halt den Going Second, ihr habt dann halt einen Schuss und spielt dann mit euren Handtraps und habt eben halt die Möglichkeit, in eure Engine reinzukommen. Deswegen würde ich die Line auf jeden Fall spielen, würde ich in jedem empfehlen. Werdet euch von, vielleicht wenn jetzt das Deck-Thema auf dem Turnier spielt oder sowas, werdet ihr die ein- oder zweimal bricken und das wird euch vielleicht das Game kosten. Aber diese zusätzliche One-Cut-Combo zu spielen, weil die halt auch OTKs mit Princess Line, das ist das Relevante, weil ihr ja Going Second-Deck seid, ist das einfach nur nice. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich damit herzlich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gegangen ist. Wenn es dazu nochmal separate Kombos geben soll oder die Dragonity-Line nochmal erklärt werden soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin damit raus und bis dann.